Alter, warst gerade noch bei mir hier und hast wild durch die Gegend geschlagen. Tja, das passiert, wenn du zu viel Mohn an den Füßen hast. Da wirst du wahnsinnig. Lol, Dann da oben bist du kleiner Bastard. siehst du auf einmal Pferde auf Bäumen. Und verpiss dich jetzt endlich mal. Ja, das klappt nicht so ganz, wie ich möchte. Hau ab. Also das ist jetzt irgendwie ärgerlich, warte mal. Na komm, okay, das muss ja irgendwie gehen. Also es ist ja wie bei Grand Theft Auto, man muss es üben, damit es funktioniert. Na komm, ich komm schon noch da drauf. Na, das ist jetzt Ja, aber Quatsch. nicht jetzt und nicht hier. Du hast recht. Gerrys reiten. Ich reite es, wie so viele anderes auch. Als Maulbahn. Was denn? Das sind sicher alles nur Lügen, die du hier erzählt hast. Meinst du? Ja. Lorenz, ich seh dich. Lorenz, ich seh dich. Ich guck mal, wie du da läufst. Nee, kälter, kälter, kälter. Komm, wir machen ein Warm-Kalt-Spiel. Wärmer, Hey, das ist ein Pferd. wärmer, kälter, kälter, Danke fürs Pferd. kälter, 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 wärmer, 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 wärmer. Heiß, 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 kalt, kalt. Kalt, ganz kalt, kalt. Wer warm, warm, warm. Heiß, 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 heiß. Ah, ganz heiß. Oh, ich verbrenne mich. Kalt, kälter, kälter, Alter, wärmer. ich komme mit den Pferden nicht raus. Wärmer, wärmer. Kalt. Komm mit dem Pferd da nicht. Wo denkst du denn, wo ich bin? Meinem fucking Haus, Junge. Nee, kann's nicht sein. Kälter, ganz kalt da hinten. Oh, wie du wegläufst. Du bist ja gar nicht auf meinem. Kalt, ganz kalt, ja, ganz kalt. Wärmer, wärmer, wärmer. Heiß. Ja, oh mein Gott, ich verglühe mich. Heiß, ganz kalt. Bist auf dem Ah, scheiß Baum da oben, oder? nein, das ist jetzt Quatsch. Da kam der Ton her. Boah, Gordon, verpiss dich. Ja, ich habe mich hier mega gut versteckt, einfach nur vor die Tarnung. Fuck. Ich müsste mal nach da oben, da habe ich noch Holz von mir liegen lassen. Mein Pferd. Lol. Das Scheiße. hast du, du machst dir ein Feld kaputt, nicht gut. Mein Pferd. Nicht dein Pferd. Jo, okay, jetzt nicht mehr mein Pferd. So. Komm, verpiss dich, hau ab. Komm, ich schlag dich mit einem Stück Fleisch. Jetzt komm, verpiss dich, hau doch endlich ab. Bitte jetzt, langsam nervt's echt. Ja, okay, du hast natürlich recht. Wo ist das Pferd von mir? Da hinten. Wo ist da hinten? Was heißt da hinten? Wo? Ah ja, in die Richtung von eurem Haus. Na. Mein Pferd, da ist mein Pferd. Pferdchen. War Onkel Rüdiger lieb zu dir? Guck mal, kannst du es nochmal streicheln, bevor ich gehe? Streichel es. Warum verpiss dich? Streichel es. Guck mal, jetzt wartet doch nur darauf. Lorenz. Streichel es. Komm, hau ab. Hab anderes zu tun. Guck mal. Ah, oh, komm, du guckst doch gar nicht. Das ist einfach Uri Geller. Es kann auf dem Zaun balancieren, dieses Pferd. Es ist nicht von dieser Welt.
Guck mal, Lorenz. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist ein magisches Pferd. Ach, herrlich. Ich kann dich nicht schlagen von hier aus. Ich meine, ich hab's nicht versucht oder so. Also, ich darf ich mal sagen, dass dein Haus nicht pferdegerecht eingerichtet ist. Ich komme hier ja gar nicht rein. Denkst du auch mal an deine Mitmenschen? An Menschen mit Pferde? Denke ich nicht. Ey, da sind ja Kartoffeln. Hier, ich gebe dir mal die Kartoffeln wieder. Die sind hier reingefallen. Guck mal hier. Bitteschön. 7 Kartoffeln. Danke, Sir. Gerne. Hinter dir liegen die. Ja, ich nehme mal die dann schon. Okay. Ah, soll ich mal wieder zurückgehen? Mach das. Alles klar. Tschüss, Lorenz. Ja. Krieg ich noch ein High Five von dir? Ja, ja. Okay, danke. Ach ja. Wow. Bin ich hierher gekommen? Ja, ich bin hier irgendwie hergekommen. Irgendwie klappt das schon. Wie soll ich mein Pferd nennen? Ich nenne es Wilfried. Guter Name. Danke. Gerne doch. Ich habe es mir reichlich überlegt und bin dann zu diesem reifen Entschluss gekommen, es Wilfried zu nennen. Wasser. Oh Gott. Boah, wie spät haben wir es denn? 2 Uhr. Gott. Alter, Leute, was ist denn hier? Wo bin ich denn hier? Greif mein Pferd nicht an, greif mein Pferd nicht an. Richtig so. Irgendwo hier müsste doch wieder mein Haus sein, oder? Oh Gott, hier ist der Lavasee. Okay, dann ist hier vorne noch mein Haus. Da ist eine Spinne. Du greifst auch nicht mein Pferd an, Madame. Sag ich ja. Ja, da ist der Schildkrötenberg, dann ist hier vorne mein Pferd, mein Haus und so. Ja, Hammer. Oh. Ich muss gleich auf jeden Fall noch meinen Wecker ausstellen. Der ist noch für Werkstage eingestellt. Ich habe keinen Bock, morgen um oder gleich in 4 Stunden um aufstehen zu müssen. Oh, das wäre so schön. Oh ja, nein. Ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Tschüss. Ciao. Macht gutes Mongo. Na, du auch. Woohoo. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns hier in Minecraft. Wir machen jetzt mal die Anmoderation, weil Gordon, keine Ahnung, keine Lust mehr drauf hatte. Ich bin's der Lorenz, mit dabei sind der Lukas und der Gordon, der natürlich aufnimmt. Ja, so ist es. Ja, Lorenz hört sich ziemlich motiviert an. Echt mal wie immer, also sollte man auf jeden Fall immer eine Aufnahme starten. Ja, ich habe gerade noch MW3 gespielt und lief nicht gut und deswegen bin ich ein bisschen... Nicht so ganz. Ihr kennt das, wenn ihr MW3 spielt und es ziemlich spät gekauft habt, dass wirklich jeder mit MP7 spielt und ihr denkt, ja, alles sind so scheiß Noobs und ich will endlich Level 70 sein, dass und ich auch so einer sein darf. Und FNG Akimbo und Striker mit Schalldämpfer und ja. Alter, ich bin durch Nummer. Ich bin ganz in der Nähe von dir, ich bin auf so einem Berg. Ja, die letzte Aufnahme, das war eher so eine Fun-Aufnahme, wie ihr wisst. Wieso hat sich hier ein Schwein rausgeglitscht? Warte mal, was soll das? Wieso haben die sich... Warte, Lukas, ich such dich gleich mal. Wo bist du bei meinem Haus? Wieso sind die Schweine außerhalb des Zauns? Was ist... Ah, das ist ein... Ah, okay. Was soll der Scheiß? Warte, ich komm mal rauf. Bei deinem Haus. Leute, sag mir... In meinem Haus? Leute, sag mir mal bitte, warum die Schweine außerhalb des Gatters sind. Keine Ahnung, ich war erst einmal bei euch im Haus und da habe ich nichts gemacht. Ich bin bei einem leergeräumten NPC-Dorf. Ja, dann musst, dann musst du dann noch weiter durchlaufen, dann kommst du zu uns. Beziehungsweise Lorenz und ich sind einmal dazwischen. Lukas, lauf mal zu deinem Haus, ich zeig dir dann, wo meins ist. Lorenz, ist es dein Haus beim NPC-Dorf? Nee, aber kann sein, was ist es, ein NPC-Dorf nur mit 2 Häusern?
Ja. Einem so mega klein und in dem großen ist eine Truhe drin. Ja. Das war mein erstes Quartier, das habe ich dann nicht mehr gefunden. Hm, gut, dann scheiße, ich hab mal raus. Ich hab auch keine Dings mehr. Pack mal, du hast es immer gefunden und ich hab's jetzt. Ich hab keine... Warte, wo noch mit deinem Haus? Kein Bornmehl mehr für die Möhren. Geh mal zu deinem Haus dann. Ich soll zu meinem Haus. Lauf zurück zu deinem Haus und zeige ich dir, wo meins ist. Okay. Kacke, ey. Egal, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte. Wir haben uns, also das war ja dieses, ne? Dieses alte Bauprojekt von mir, also was ich jetzt angefangen habe letztes Mal, das war ja die Entscheidung, dass wir ein Mittelalterdorf bauen. Die Entscheidung habe ich jetzt doch wieder. Die Entscheidung habe ich jetzt doch wieder verworfen. Ja, ich bin ein sehr wechselnder Typ, ich weiß, blablabla. Nicht nur in zur Entscheidung. Mein Gott, das können die Zuschauer ruhig wissen, das ist mir relativ wumpe. Okay. Er wechselt seine Freundin ungefähr jede Woche. Wie seine Unterwäsche. Lol. Nee, auf jeden Fall möchte ich doch lieber eine moderne Stadt bauen. Deswegen habe ich links auf dem Bildschirm ein paar ganz coole Bauideen. Und die werden wir jetzt mal umsetzen. Dafür brauchen wir Schafe. Weil ich halt weiße Blöcke brauche. Lukas, bist du bei deinem Haus? Boah, das war knapp. Ich find's nochmal. Und diese weißen Blöcke sind halt Wolle von Schafen. Ah, ich bin bei deinem Haus, glaube ich. Hast du so eine ewig hässliche Steintreppe gebaut? Ja, jetzt geht das wieder los. Da musst du runtergehen bei der. Dann kommst du zu einem Fluss und gegenüber ist dein Haus. Ah. Grafikeinstellung hier, komm, wir brauchen nur so 10 Chunks. Wenn du wirklich da bist, wo ich denke, dass du bist. Aber ich habe eigentlich nur eine Steintreppe gebaut. Ah ja, ich sehe es. Ah ja, da hinten kommst du. Hier kann man doch bestimmt noch was ändern. Runterscrollen. Was wird denn das hier für ein Megateil? Ja, passt schon. Ja, auf einmal, okay, ja, guck mal hier, man muss halt nur ein bisschen einstellen, dann klappt das auch schon. Was ist das hier? Kennst du so... Oh, ich hab Wölfe gefunden, cool. Die Mayas hatten doch so Stein. Die sind Schafe. Jetzt lauf. Achso. Lauf! Wieso? Ich hab gedacht, du willst mir zeigen, wo dein Haus ist. Achso. Oh Leute, ich habe jetzt herausgefunden, warum Minecraft die ganze Zeit so geleckt hat. Ich habe Minecraft so eingestellt, dass das so weit wie es geht rendert. Also die Sichtweite. Ist natürlich Blödsinn, das brauche ich nicht. Das habe ich jetzt wieder umgestellt, jetzt passt es wieder. Ich habe eigentlich gedacht, bei deinem PC kannst du sogar, keine Ahnung, 10 Kilometer rendern und es leckt nicht. Ach, leck mich. Ich habe ja auch eigentlich schon wieder 8 GB zugewiesen an Arbeitsspeicher für Minecraft, aber naja. Boah, nur 8 GB, Gordon, was los? Ja, Entschuldigung. Die restlichen 24 brauche ich halt, ne? Ja. Ja, ist halt sparsam. Kommst du mir hinterher? Ich habe doch gesagt, dass ich doch mitkomme. Oh, du bist so ein Wichser. Das verstehst du sowieso nicht, Lukas. Lukas, du hast dich doch neben mir niedergelassen damals. Du hast doch in so einen Berg reingebaut. Ach so, ja, aber das wollte ich nur. Keine Lust. Wie Lukas eben ist. Beep, beep, beep. Voll geile LKW. Nicht was? Ja, ich sitz gerade auf meinem Pferd und wenn ich rückwärts laufe, läuft das Pferd total langsam und das sieht dann aus, als wäre ich so ein Lastenzug. Bla. Blub. Blablub, genau. Ach Gordon. Du mit deinen wirren Fantasien. Ja komm. Das ist fein. Und du jetzt auch bitte noch? Jetzt wird erst ein bisschen gestrippt. Meint. Mach ich aber. Und ich erzüchte mir gerade den Beginn meiner modernen Stadt. Man hört sich das falsch an. Was, wieso hört sich das falsch an? Aber echt. Ach, das sind ja auch noch welche. Hätte ich gar nicht so betroffen müssen. Ja, ich weiß auch nicht. Kommt ihr beiden mal mit? Dann geht's noch schneller. Hör den Strip, meinen Gang habe ich letztes Mal gebaut. Nee, ich baue dann erstmal irgendwann, wenn ich genug Eis habe, eine Zugverbindung zu dir. Das muss erstmal reichen. Hä, was, Lars? So, nee. Ja, Gordon und Justins Haus sind... Letztes Mal gebaut, aber dann komme ich nochmal weiter. Gordon und Justins Haus sind ewig weit von uns entfernt, möchte ich nochmal sagen. Oder ja, gut, ewig weit, aber schon ein Stück. Höher, okay. Lol, jawohl. Nice. Jetzt verstehe ich ja sowieso nicht, warum ihr euch entschieden habt, so weit von uns wegzugehen. Hey, ich habe noch keine Diamanten. Okay. Leute. Aber... Ja, was ist, Gordon? Ich verstehe nicht, warum ihr euch entschieden habt, so weit von uns wegzugehen. Keine Ahnung, weil ich nicht wusste, dass ihr euch da Ich bin direkt bei der Savanne. Naja, wir werden das ganze Areal ja ausweiten, das soll ja eine riesige Stadt werden. Mit einer Schildkröte, ja, genau. Aber...
Und genau daran habe ich gedacht, deswegen habe ich mich da angesiedelt.